Hi! Na? Willkommen zurück zu Kingdom Hearts! Und das Erste, was wir tun werden heute, ist das Haus der Welpen besuchen! Nachdem einige Leute schreien. Hallo! Wir bringen ein paar Welpen zurück zu Mami und Papi. Und so ist das niedlich! So viele kleine Dalmatiner! Und wir kriegen Geschenke dafür! Ja, mach mal auf! Nee, ich muss aufmachen, ist meins. So, hallo? Ein Geschenk von Pongo und Perli. Wie Gragumi, okay. Noch ein Geschenk. Folgagumi. Ein Geschenk. Blitzragumi, ja. Das war's. Okay. Ja. Gummisachen halt. Okay. Ich möchte jetzt eigentlich schnell zurück. Oh, ich hätte einen Sonic-Stoß machen können. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das möchte ich jetzt tun. Sonic-Stoß! Wow, geil. Cool. Ich gehe weiter. Ja, neue Sachen können ist toll. Aber ich möchte in den Accessoire-Laden ein bisschen Geld ausgeben und sowieso generell ein bisschen umrüsten, ausrüsten. Hast du nicht gesehen? Denn wir haben ja auch noch, warte mal, Ausrüstung. Sarah! Eine Wunderlampe. Mhm. Nehmen wir das. So. Und holen noch ein paar Kleinigkeiten. Eventuell auch für... Wow. 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 Da willst du... Warte mal, hä? Pinocchio! Well, well, as I live and breathe, if it isn't Pinocchio! Oh, hi, Jiminy! What in the world are you doing down here? Playing hide and seek. I just don't believe it. And here I was, up all night just worried sick about you. Why, of all the Pinocchio! Pinocchio, sagst du auch die Wahrheit? Ja! Und was ist denn das hier? Das hat mir jemand geschenkt. Keine Flunkerei. Du weißt, dass du nicht lügen darfst. Eine Lüge wird größer und größer, bis du ertappt wirst. Genau wie die Nase in deinem Gesicht. Aber wozu denn warten, wenn man etwas haben will? Warum soll man es sich nicht nehmen? Oh je, wer sagt denn sowas? Du brauchst einen Rat von deinem Gewissen. Richtig, du bist mein Gewissen, Jiminy. In deiner Gegenwart würde ich nie lügen. Okay. Du musst brav sein, um ein richtiger Junge zu werden. Hast du... Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie man den Namen ausspricht. Geppetto? 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 Doch versprochen, oder? Oh, weißt du, wo Vater ist? Ist er nicht bei dir? Jiminy, wir müssen Vater finden. Nicht so schnell. Da draußen lauern Gefahren und Versuchungen. Ich werde Geppetto, da sage ich jetzt einfach mal, ich habe es wirklich vergessen. Ich werde ihn suchen, also warte hier. Und diese Freunde werden mir dabei helfen. Tatsächlich? Gehen wir, Sarah? Du hättest uns vorher fragen können. Ehrlich mal. Ich wollte Accessoires kaufen. Dann muss ich das verschieben. In Jiminys Gegenwart lüge ich nicht. Aber sonst die ganze Zeit, oder was? Mann, vielleicht wenn ich einmal raus und wieder reingehe? Ich brauche Accessoires. Ah, okay. Ich will einkaufen. Einmal aus Versehen einen Schritt rausgetan, ja. Da kannst du schon nicht einkaufen. Elementring. Alle Feuer, Eis, Blitz, Schäden, minus... Oh, und die Abwehrkraft steigt. Das klingt schon sehr geil. Deswegen... Habe ich überhaupt... 4800 habe ich gar nicht. Schade. Chaosring. Alle Dunkelschäden, minus 20%. Abwehrkraft steigt geringfügig. Blitzschäden, Eisschäden, Feuerschäden. Ich habe was gegen Feuer und, Dunkelschäden.
Abwehrkraft steigt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Eins, zwei. Genau, Dunkelschäden, Fleißring. Maximum AP steigen geringfügig. So ein Ding hat Goofy angelegt. Ha, ich glaube... Ich weiß ja nicht, in was für ein Gebiet ich als nächstes komme. Dann belasse ich es erstmal so. Vergiss es, ja, ja. So, nein, nein, gar nichts. Gar nichts. Ausrüstung, Wunderlampe, Girlande, Maximum LP und Angriffskraft steigen geringfügig. Irgendwie nicht. Doch, nur die Angriffskraft hier. Hier ist die Protera-Kette. Nützt bei Sora jetzt auch nicht so viel. Ich würde sagen, die Girlande lasse ich an. Hier, der Inferno-Wall. Alle Feuer- und Dunkelschäden minus 20%. Ah, hier steigen die LP dann und die Angriffskraft, aber die Abwehr sinkt. Ach, Mann. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Dann nehme ich erstmal einen Reißzahn hier. Eisring, Inferno-Wall. Hier, Abwehrkraft steigt. Ich nehme erstmal das. Protestkette. So, das klingt doch ganz gut. Hat er hier noch irgendwas anderes? Nein. Hätte ja sein können. Oh, und Goofy kann drei Dinge anlegen. Das ist ja eigentlich gar nicht so ungeil. Was? Ablegen des Accessoires führt zu AP-Mangel. Nein. Dann... Hier führt das auch zu AP-Mangel. Dann lege ich ihm einfach noch was zusätzlich an. Ach, guck mal. Protestkette, Protera. Ach so. Aha, ich dachte schon, hä? Ist doch beides das Gleiche, aber es ist nur geringfügig das Gleiche. Ich hätte mit einer Protera-Kette echt auskommen können, oder? Ah, dann brauche ich hier ja nicht den Flammenwall. Aber meine AP... komm, machen wir so. Alles klar. Tschüss. Wir müssen zu Merlin. Genau. Und Merlin ist in diese Richtung. Denn in der letzten Folge... Okay. In der letzten Folge habe ich ja... eine Seite gefunden. Genau. Und wir glauben, dass die... Hoppala. Ach, was mache ich denn da? dass die eventuell ins Buch passen könnte. So. Woo! Und bei der guten Fee kann ich auch mal gucken, ob sie nicht noch etwas für uns hat. Gute Fee? Wo ist sie denn? Gute Fee? Ach, da. Ja, ach, ich bin doof. Egal. Hallo. Ich mache mir große Sorgen um Cinderella. Oh, okay. Auf jeden Fall scheint sie nichts für uns zu haben. Merlin, ich tanze auf deinem Tisch. Was gibt's? Ich will Magie üben. Ich will zur Höhle. Ach, nee. Welche Höhle? Habe ich schon wieder was vergessen? Egal. Wo ist denn das Buch? Buch, 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 Buch. Da ist das Buch. So, untersuchen. Wir reisen mal wieder ins Winnie-Pooh-Land, denn wir haben ja eine Seite wieder gefunden. So, das kennen wir schon. Nein, später. Oder? Wir haben ja jetzt... Oder? Das ist doch Poohs Haus. Hier, das ist neu. Ein hoher Baum mit summenden Bienen. Hier schauen wir mal hinein. Denn hier war ich definitiv noch nicht. Hello? Is anyone there?
What am I to do? I'm all alone. Pooh? Pooh? Where are you? It's me, Piglet. Cook. Aww. Keine Angst, Ferkel. Er klingt so ein bisschen wie eine alte Omi, finde ich. Ja, und ich denke, viel Auswahlmöglichkeit haben wir hier in dem Gebiet einfach nicht, weil wir hier am Rand ja schon wieder rauskommen. Ferkel. Kleiner. Hä? Keine Angst. I was just never mind. I'm sorry. No. Nicht wieder weglaufen. Don't be scared. You're looking for Pooh, right? You know Pooh. Oh, you see, I have something for him. I have to take it to Pooh right away. Oh, Pooh! Da ist er auch schon. Oh, I believe I smell a delicious something. A something like honey. Pooh! Hello, Piglet. How have you been? Oh, I'm so glad to see you. I thought you'd gone away. I brought what you asked for. Thank you, Piglet. Now I can finally have some honey. Really? But how? I shall hold on to the balloon and fly like a bee up the honey tree, see? But if you take their honey, won't the bees be angry? Oh. Ja, oh, und wo kommt der Luftballon auf einmal her? Wo hat Ferkel ihn versteckt und wo ist er jetzt? Wenn du diese Bienen bloß verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir beim Honigsammeln? Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, sind die Bienen so groß? Oh, hallo Eule. Hallo Pooh, was hast du vor? Mit einem Ballon Honig holen, vorzügliche Idee. Erlaube mir, dir ein paar Tipps zu geben. Okay. Pooh kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon den Baum hinauffliegt. Der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken. Seit wann? Aber gut, ich hinterfrage das mal nicht. Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Pooh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Pooh gelangen, platzt sein Ballon. Halte sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Pooh für jedes Loch hat, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Löcher in den oberen Löchern. Mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Springen von Ast zu Ast knifflig wird, bevorzuge Folgen. Das Kommando folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Pooh. Aber es klappt nicht immer, also viel Glück. Folgen? Okay. Kann ich... Wow. Was? Wie? Was? Das ist ja... Was ist das für ein Kackspiel? Ist ja doof. Ah! Das ist ja voll schwer. Hoch da! Ein gezielter Hieb. Ach komm! Folgen. So. Hammer! Okay, Pooh. Nein! Nein!
Das gibt es doch nicht! Das ist ja grausam. Ein sehr grausames Spielchen. So präzise kann ich gar nicht springen, wie ich gerne würde. Na, triff doch! Oh Gott sei Dank. So. Er sagt ja, folgen klappt nicht immer. Aber das Gute ist, wenn ich die Bienen treffe, springe ich automatisch auf einen Ast. Okay, das ist gut. Na, triffst du wohl. So. Iss schön deinen Honig. Dafür schlage ich die armen Bienen. Ah, nein, 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 nein. Schnell folgen. Zu spät. Mann, kacke. So, das habt ihr davon. Ach, Gottchen. Ich folge mal. Nein, 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 nochmal bitte. Ach, komm schon. So. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Tatsächlich. So. Ja, spring ganz runter. So. Ja, so können wir weitermachen. Das finde ich okay so. Wie viel muss er denn, wenn er nicht immer gleich springen würde, wäre das einfacher. Wie viel Honig muss Pooh denn sammeln? Wir haben auch nur noch ein paar Sekunden. Das reicht nicht mehr. Zur Not mache ich das halt nochmal. Oh, that was yummy in my tummy. But there is room for a bit more. Er muss satt werden, oder? Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Amethyst erhalten. Okay. Ich glaube, ich belasse es dabei, oder? Ich gehe mal zurück, weil wäre es zu schlecht gewesen, hätte ich, glaube ich, kein Item erlangt. Mit dem Amethysten gehe ich eventuell mal zur guten Fee? Oder zu den Mogris? Wer weiß? Oh, ein Beschwörungsstein. Ja. Bibidi babidi buh. Bambi! Bambi! Cool. Wenn ihr mehr von den Steinen findet, bringt sie mir. Bambi! Jetzt habe ich Simba, Genie und Bambi. Cool. So, ich möchte gerne... Wo ist der Ausgang? Da. Zurück. Okay. Was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Wie ist der Plan? Wo geht's jetzt nächstes hin? Wie machen wir weiter? Ich weiß es noch nicht genau, aber die Folge ist auch schon vorbei jetzt. Ich werde mal einfach in die Stadtmitte gehen. Und wir müssen ja noch den Vater finden von Pinocchio. Ich kann hier doch mal ausprobieren, was Bambi macht. So. Just for fun. Bambi! Ja! Oh, bist du süß. So süß. Was macht Bambichen? Bambi springt rum. Ja, ach, das ist so niedlich. Ich mag es. Ich mag es sehr, tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau, was sie da treibt. Oh, die Bambi. Das Riechen. Aber es war ganz nett. So. Egal. Traverse Mitte, bitte. Und ich würde sagen, bevor ich weitere
ja, Nachforschung mache, wo es weitergeht, wie es weitergeht. Sag ich tschüss, vielen Dank, dass du zugesehen hast und schreib mir gerne, welche Stelle du im Video am besten fandest. Und für Tipps bin ich sehr gerne sehr offen. Also, ne, ihr wisst ja alle, ich bin komplett verwirrt. Mein Kingdom Hearts, da hilft mir jeder Tipp irgendwie gut weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye, 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 bye. Bye. Entschuldigung.